Und damit begrüße ich euch zurück. Hi, hi. Ich hoffe, es geht euch gut. Für mich geht's direkt weiter. Ich habe noch eine Folge jetzt drangehangen. Und ja, wie immer schön, dass ihr da seid. Wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen, gerne abonnieren und gerne kommentieren und eine Bewertung da lassen. So, dann schauen wir mal, wie wir durch diese Nacht hier kommen. Und dann habe ich schon für den Tag auch wieder so ein bisschen einen Plan. Wir werden auf jeden Fall tagsüber dann, oder vielleicht können wir... wir lassen heute mal das Plündern nachts sein. Wobei, wir haben nicht mehr so viel Essen. Wo ist eigentlich das Auto abgeblieben? Wo ist unser Auto? Haben die das kaputt gemacht? Dann habe ich das gar nicht mitbekommen. Haben die unser Auto kaputt gemacht, die Schweine? Naja, ist nicht ganz so schlimm. Gibt Schlimmeres. Aber krass. Habe ich nicht mitbekommen. Naja, da werden wir bestimmt nochmal eins finden. Aber schon ein bisschen ärgerlich, ne? Aber naja. Ich sehe jetzt hier auch keins, aber... Sollen wir mal gucken, ob wir noch eins finden? Ich bin mir auch nicht sicher, ob man manches erst sieht, wenn man relativ nah ist. Also wenn man das quasi aufgedeckt hat. Das mit dem Auto ärgert mich jetzt dann doch ein bisschen. Naja. Da müssen wir jetzt mit klarkommen. So, ich hab, da ist es doch. Gott sei Dank. Ach, ich weiß wieder. Ich hab für, den Screenshot das UI oder UI oder wie auch immer man das nennen möchte, ausgemacht. Und deswegen... Aber dann war das in der Rückholaktion, habe ich das vergessen, dass die sind gar nicht mit dem Auto halt gefahren. Ja, ist okay, alles gut. Ja, umso besser. Dann ist es ja noch da. So, wenn wir ein bisschen Glück haben, ist vielleicht sogar diese Nacht Ruhe. Wir lassen einmal kurz schnell laufen, bis die am Auto sind. Und jetzt gucken wir mal, ob hier... Da sind Konserven. Die sind jetzt im Moment ein bisschen Priorität Nummer 1. Aber irgendwo eine Waffe herbekommen wir auch nicht schlecht. Das ist Gesundheit, Werkzeug. Ah, Werkzeug ist auch geil. Aber hauptsächlich jetzt wirklich dann Essen. Da muss die Pistole noch ein bisschen warten. Aber wenigstens eine hätte ich schon noch gerne, dass wir... einen Turm mit Pistolen ausstatten können. Den hier unten. Ach, so sehe ich auch den Radius, wenn ich so drauf gehe. Sehr gut. Diese hier unterstützen sich ja dann auch ziemlich gut untereinander. Das ist schon nicht schlecht. Deswegen, ich hätte hier schon gerne auch noch ein Tor. Und dann hier noch ein Turm. Irgendwie so in der Art. Müssen wir mal schauen. Finden wir noch... Ja, das ist Landwirtschaft. Aha, ja, stimmt. Hier. Wir lassen die danach noch hier hinfahren. Bringen die zwischenzeitlich das Zeug auch dann weg, wenn sie voll sind? Das weiß ich gar nicht. Ah, die machen das jetzt wieder nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Kann ich auch einen Schritt löschen? Mehrere auswählen geht auch, dass ich dann sowas... Nee, hier. Ah, jetzt habe ich alles gelöscht, scheiße. Aber ihr seid ja auch voll. Geht mal zum Auto. Sir, wir haben einige Leute gesichtet, die wahrscheinlich bewaffnet sind. Sie könnten uns auch gesehen haben. Ich weiß nicht, ob sie freundlich gesinnt sind. Was sollen wir tun? Tja, ich glaube, beim letzten Mal ist uns das nicht so gut bekommen, ne? Machen das mal.
und fahren dann mal mit dem Auto rüber. Dann sehen wir ja, ob die schießen. Im Auto sind wir ja ein bisschen geschützt. Mal schauen. Wir fahren jetzt einfach mal hier ein bisschen in die Richtung. Ihr Schweine. Fahr drüber. Da haben wir unsere Pistolen. Und da haben wir sogar drei. Können wir die beiden Türme... Ja, besser geht's doch gar nicht. Und voll seid ihr auch. Ihr fahrt erstmal zurück. Na, sag mal. Na, hier. Ja, sehr schön. Da haben wir schon mal zwei Pistolentürme. Da kommt die Pistolenlieferung. So. Zack. Ja, passt. Kann ich hier auch irgendetwas... Ah, die haben automatisch die Pistolen genommen. Hier kann ich sogar auch noch Sturmgewehr reinmachen. Ja, geil. Ja, geil, geil, geil. So. Ist jetzt die Frage, wie schnell schaffen wir das, hier auch zuzumachen? Oder sollten wir provisorisch einfach zwei, drei Türme erstmal hier hinstellen? Ich mag das nicht, wegen dem Zeitaufwand, der trotz allem ja auch dahinter steckt. Aber ich glaube, die beiden Gebäude müssen auf jeden Fall noch weg. Und das wahrscheinlich auch. Und ich glaube, dann würde ich die mit drinnen lassen. Und das auch. Und hier würde ich es dann schließen. So. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber jetzt müssen wir trotzdem nochmal los. Ganz ehrlich, das ist gerade wichtig. Kein Bock, dass sie gleich irgendwann verhungern. So, jetzt muss ich aber mal kurz gucken, wo war denn das? Oh, hier ist auch noch. Ah, wir müssen vieles abgrasen. Wo waren die denn gerade? Hier. Okay. Erst hier hin. Dann noch einmal hier hin. Und dann aber als nächstes bitte hier hin. Waffen kann man ja nie genug haben. So, mehrere auswählen. Ich will mal jetzt die aber ab. Gib mal die anderen. Errungenschaft wegen der Antenne. Chief, die Antenne ist jetzt betriebsbereit. Lassen Sie uns eine Einladung als Test senden oder rufen Sie einfach den Squad zurück zum Hauptquartier. Was? Eine Einladung als Test senden oder rufen Sie einfach den Squad zurück? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Let's start broadcasting. Heißt das, ich soll mit dem Squad hier hin? Okay. Dann machen wir das. Schicke eine ein. Muss ich hier drauf drücken? Muss ich hier drauf? Ach so. Einladen. An alle Überlebenden, dies ist die infektionsfreie Zone. Wir bieten Nahrung und Unterkunft. Schließt euch uns an. Das erinnert mich so ein bisschen an Fallout 4 gerade. Mit den Türmen, die man da gebaut hat. Und dann kamen da Leute hin. Fallout 4 habe ich sehr gerne gespielt. Da habe ich Stunden nur mit Bauen verbracht. Okay, ich würde das gerne rausfinden. Mehrere auswählen. Ach, ich glaube, ich weiß, was es ist. Es ist, wenn ich die abgewählt habe. Nee, auch nicht. Das verstehe ich hier nicht. Mehrere auswählen. Was damit gemeint ist, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Dann ist es halt so. So, sind die eigentlich... Jetzt habe ich die ja ganz aus den Augen verloren. Aha.
Ihr seid auch voll bis oben hin. Ihr habt Werkzeuge gefunden und viel Munition, aber leider keine Waffen. Aber ist auch besser als nichts. Munition, obwohl das sieht mittlerweile auch schon relativ gut aus. So, wir haben jetzt freie Mitarbeiter, was wir jetzt auch einmal machen müssen. Erstmal schicken wir die natürlich hier rein. Und hier ist minimal Schaden. Hier auch. Ich möchte, dass das... Jeder Punkt kann erzählen, ob das Gebäude fällt oder nicht. Wie viel Holz haben wir denn? 54, immer noch nicht so super viel. Aber das kann man weiterhin benutzen, auch wenn es repariert wird. Ja, die sind jetzt wieder unzufrieden. Ja, das finde ich zum Beispiel ein bisschen blöd gelöst, ganz ehrlich. Vor allen Dingen sind die jetzt die ganze Nacht, kann ich das hier... Geht das? Dass die nicht unzufrieden sind, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Bis die Nacht vorbei ist, dann machen wir das. Und bin ja mal gespannt, ob die Antenne was bringt und hier die ersten Leute dann auftauchen irgendwann. Horde gesichtet. Okay. Von der Seite. Das ist mir sowieso am liebsten, weil hier haben wir ja schon unseren Zaun. Erstmal. Wie ist das überhaupt? Kann ich den Zaun aufwerten? Geht das? Oh, das scheint nicht zu gehen, ne? Das ist schade. Oder kann ich hier irgendwie aufwerten? Nee. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie stabil... Die schlagen gar nicht auf den Zaun ein. Die suchen den Weg herum. Auch nicht schlecht. Das bringt ja Zeit und die Zäune bleiben ganz. Aber das werden nicht alle so machen. Oh, die machen ja gar nichts. Okay. Spulen wir mal ein bisschen. So, Nacht rum jetzt. Raus aus den Federn. Jetzt reparieren bitte. So. Eingehende Übertragung mal wieder. Was haben wir diesmal? Hallo, hallo. Raus aus den Federn. Okay. Antworten oder Sender wechseln. Wir antworten. Hier ist der Operator der infektionsfreien Zone. Was wollen Sie? Endlich. Ich habe mich schon gefragt, wo du hin bist. So ein schöner Tag draußen. Hattest wohl einen guten Schlaf. Ich werde heute zu diesem Haus am Ende der Straße gehen. Es ist Zeit. Falscher Sender oder wer sind Sie? Wir fragen, wer da ist. Tut mir leid. Wer sind Sie? Ah, sehr lustig. Wirklich sehr lustig. Du hattest mich fast. Weißt du, ich weiß unsere kleinen Gespräche wirklich zu schätzen. Gespräche oder ich kenne dich nicht? Ich kenne dich nicht. Sir, ich kenne sie nicht. Dann habe ich... Aber wir haben gestern gesprochen und am Tag zuvor. Ich kenne deine Stimme. Hör auf zu scherzen, Gary. Sorry, nicht Gary. Es tut mir wirklich leid, Sir, aber ich bin nicht Gary. Aber ich... Dann wer... Wer bist du? Dranbleiben? Also Zone beitreten? Dranbleiben? Adresse. Wir haben hier eine Zone eingerichtet. Ich bin der Chief. Es ist dir sicher, du solltest dich uns anschließen. Was soll ich noch sagen? Ich war seit Monaten nicht mehr aus dem Haus. Dranbleiben. Das heißt, was passiert, wenn ich jetzt auf dranbleiben drücke? Das zweite ist die Adresse. Wahrscheinlich dann, wo er wohnt, dann holen wir ihn ab, oder? Wo bist du? Wie lautet die Adresse? Dartmouth Lane. Okay. Einladung, Squad schicken. Wir schicken einen Squad zu deinem Standort. Gut, okay. Es wird schön sein, dich wiederzusehen. Junge, aber der ist ja total durchgeknallt. Wollen wir den? Und... Was? Alter, wo zur Hölle? Wo ist denn? Da.
Ja, ist schon ein Stück, aber hier ist auch noch ein Gebäude, was Waffen haben könnte. Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir machen das. Das Auto ist auch leicht angeschlagen, ne? Naja, es geht aber noch. Okay, wir machen mal ganz kurz Pause jetzt. Habe ich schon wieder fast vergessen. Wir brauchen ja noch mehr Bäume. Macht mal hier das noch weg. So, nee, und jetzt reißen wir noch irgendein Gebäude ab. Mach das mal zu hier. Und zwar... Das hier muss weg. Das würde ja hier so vorbeipassen. Das muss weg. Da kriegen wir auch ein bisschen Holz und vor allen Dingen auch die anderen Materialien. Da haben wir jetzt nämlich auch nicht wirklich viel. So, jetzt haben wir noch 11 Leute. Hier, das hier muss auch noch weg. Können wir auch gut gebrauchen, früher oder später. So. Können ja auch einmal den hier machen. Ja, keine Ahnung. Wir können diese eine Laterne hier noch wegmachen. Funktioniert ja sowieso nicht, das Scheißding. So, dann haben wir auch fast alle beschäftigt. Wie viel Holz hatten wir? 60. Wir können die Palisade auch dann ein Stückchen weiterziehen. Dann sehe ich ja auch. Ja, doch, das. Ja, da ist wieder was im Weg. Verdammt. Das sind die kleinen Baracken hier, die müssen weg. So, dann können wir hier schön rum. Dann haben wir sogar 14 oder 16 oder was Häuser. Das sollte doch reichen. Ich weiß auch nicht, wie lange wir das Spiel spielen werden. Ne? Wir werden schön alles mal ausprobieren, gucken, wie weit wir kommen. Und dann sehen wir. So, und jetzt fahren wir dort runter. Wo war das? Da. Findbare Ressourcen. Ja, da hatten wir bis jetzt noch kein Glück, aber vielleicht ja jetzt. Weil wir brauchen definitiv noch mehr Waffen. Und sollten wir nochmal ein paar Leute dazu bekommen, können wir ein drittes Squad-Team machen. Hier kann man Werkzeug eventuell finden, ne? Wieder eine Übertragung. Sir, wir haben Spuren gefunden. Offenbar sind hier vor kurzem ein paar Autos durchgefahren, aber was noch merkwürdiger ist, eines der Fahrzeuge hatte anscheinend Ketten statt Reifen. Vielleicht war es eine Art Planierraube, Raupe oder ein Panzer. Okay. Das hört sich nicht so gut an. Zumindest dann nicht, wenn die uns feindlich gesinnt sind. Weil könnte ja sein, dass es auch vielleicht ein Panzer ist oder so. Wer weiß, ich weiß ja nicht. Wieder eine Übertragung. Chief, haben Sie das gehört? Das müssen ja Hunderte sein. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Nein, ich höre nichts. Das ist nichts. Und bereit machen. Ja, bereit machen dann. Keine Ahnung, wir haben es ja alle gehört. Wurde gesichtet. Hier ist es noch ruhig. Ja, mit denen will ich jetzt gerade nicht wirklich kämpfen. Eine Pistole. Naja, besser als nichts. Aber wir können ja drüber fahren. Hoffentlich ist das keine Falle. Boss, wir haben ihn gefunden, aber er ist seltsam.
Sind Sie sicher, dass wir ihn wollen? Unsere Bürger könnten ein wenig besorgt sein. Oh, keine Ahnung. Hinterher ist das aber irgendwie eine Art Genie oder so. Oh, keine Ahnung. Nicht, dass das so ein bisschen wie spielentscheidend ist. Ich glaube nicht, ne? Aber der tut doch keinem was. Der ist einfach nur verwirrt. Oh, was machen wir denn mit dem? Ja, wir nehmen den mit. Nehmt ihn mit, jedes Leben zählt. Ja. Ja, solange er keine Gefahr ist, hat er recht. So. Ihr habt noch Platz. Was könnten wir jetzt hier... Wir brauchen... Oh oh. Oh nein. Nicht meinen Turm hier angreifen, bitte. Alles gut. Das ist noch relativ harmlos. Oh, aber das nicht. Hier habe ich nicht kommen sehen. Nein, hier rein. Nicht. Schnell, ihr sterbt sonst. Och. Alles gut, alles gut. So. Noch mehr? Wie viel Schaden hat der Turm jetzt genommen? Ja, ein bisschen. Reparieren wir jetzt nicht, dann funktioniert der nämlich nicht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, wo sind wir denn? Hier. Habt ihr Essen gefunden? Die Leute verhungern langsam. Ja, ein bisschen. Sprit ist auch nicht mehr viel. Alter Schwede. Wir müssen jetzt schnellstmöglich die Felder und die Küche dann machen. Wir können ja schon mal gucken, wo wir vielleicht die Felder gut platzieren könnten. Ja, oder wir ziehen die Palisade noch ein Stückchen länger und machen dann hier die Felder hin. Ich glaube, das wäre am besten, ne? Aber das, oh, das nimmt wieder Zeit in Anspruch. Er kommt erstmal zurück. Wo machen wir die Felder hin? Ja, vielleicht hätten wir den Turm doch nicht hier hinsetzen sollen. Vielleicht hätten wir den besser irgendwie so hier hingesetzt oder so. Ja, hier hätten sich Felder auch nicht schlecht gemacht. Hier hätte man so drei Stück bestimmt hinbekommen. Andererseits finde ich die Idee hier hinten gar nicht schlecht. Hm. So, jetzt bitte. Boss, es war eine harte Nacht. Irgendetwas muss die Infizierten extrem blutrünstig gemacht haben. Wenn mehr und mehr kommen, werden unsere Chancen wirklich gering sein. Wir zeigen es denen, wir halten durch, verstecken. Ja, wie willst du dich verstecken? Ich verstehe halt manchmal nicht, was das jetzt soll, was verstecken. Wir halten durch, keine Ahnung. Was hat er als letztes gesagt? Wir werden schon durchhalten, das ist ganz klar. Wir sind alles, was von der Menschheit übrig ist. So. Der hat auch minimal Schaden, aber das ist ja wirklich gar nichts. Der Zaun ist noch ganz, der auch. Der auch. Weil die Zäune greifen die anscheinend nicht an. Zumindest solange sie einen Weg reinfinden. Ich weiß nicht, wenn man komplett rumgebaut hat, dann wahrscheinlich schon.
Und das Tor greifen sie halt an. Okay. Haben wir jetzt alles dann repariert? Ja. Ja, ich weiß, es sind gerade keine Arbeiter da. Ich überlege jetzt erstmal kurz mit den Feldern. Weil die will ich jetzt als nächstes auf jeden Fall bauen. Ich finde die Idee nicht schlecht, dass wir die hier... Dass wir die hier so hinmachen. Ein bisschen habe ich das vor Augen. Ich bin... Ah, da kommt der Typ. Der Durchgeknallte. Oder würden die hier auch hinpassen zum Beispiel? Das weiß ich gar nicht. Würde auch gehen. Ach, falsch. Könnten die auch hier hin machen? Das ist doch eigentlich auch keine schlechte Idee. Lass uns das machen, aber da muss der eine Baum jetzt noch weg. Mist. Den habe ich ja ganz übersehen. Verdammt. Job done. So, wir müssen plündern gehen, die verhungern sonst. Operator. Los. Let's do it. Wo waren die Konserven? Hütten hier. On my way. Und jetzt hier bitte den Baum so schnell wie möglich weg. Es dauert leider ziemlich lange, einen Baum zu fällen, ne? Schade, dass ich das jetzt erst gesehen habe. Da können wir hier drei Felder hinmachen. Und eventuell hier drei. Muss ja nicht alles auf einen Haufen sein. Hier würde ja auch wahrscheinlich gehen, ne? Aber hier sind auch diese kleinen... Was soll das überhaupt sein? Ein kleiner Schuppen wahrscheinlich. Würden die denn hier auch passen? Aber auf jeden Fall will ich das weghaben. Bringt ja auch alles ein bisschen an Ressourcen. Feld... Würde auch passen. Würde auch passen. Vielleicht sogar noch besser. Bin mir gerade etwas unschlüssig. Sind da... Junge, was ist das denn? Drei Stück würden hier aber gut hinpassen. Das machen wir auch, wenn der Baum weg ist. Es dauert halt leider alles wirklich ein bisschen sehr lange. Das hier... Neun, na okay, morgen aber. So, dann machen wir die drei Beete erstmal hier hin. Oder Felder. Und dann eventuell hier nochmal drei. Irgendwann. Und jetzt müssen wir ordentlich Essen ranholen. Aber wir müssen auch in der Nähe bleiben. Ah, wir bringen das erstmal zurück. Da ist ja ordentlich was zusammengekommen. Ich hoffe ja, dass die jetzt auch mal wieder von vorne angreifen und nicht immer nur von der offenen Seite hier. So, wir müssen gleich wieder los. Ja. Hier sind zwei, drei. Ja, das ist ja, nee, das ist ja was anderes. Roger. So, das hatten wir ja. Das und das. So, lass es mal kurz schnell laufen. Okay, da.
Wir bleiben jetzt aber mal hier und passen lieber auf. Und die holen wir sicherheitshalber schon mal hier hin. Wir müssen jetzt schnellstmöglich das hier schließen. Naja, immerhin. Da sind auch nochmal drei. Zwei, okay. So aus wie eine drei. Ja, die haben einen erst gesehen und dann sind sie ins Haus und dann haben sie sie wieder umgedreht und sind abgehauen. Ja, und weg. Bis die da sind, seid ihr da vielleicht auch fertig, oder? Ja, die hauen wieder ab. Ah! Ja, aber das passt schon. Ah, hier ist, hier, das meine ich. Jetzt sind hier wieder keine Leute drin. Ich weiß nicht warum. Wenn du was Neues irgendwo in Auftrag gibst, dann nimmst du die von den Türmen teilweise weg, oder was? Oh. Nein, 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 nein. Ich will das Auto nicht immer so beschädigen. Außerdem sind die auch voll. Kommt so. Zurück. Ab nach Hause. Zwei Werkzeuge und ordentlich zu essen. Und morgen ist der Baum hoffentlich weg. Dann können wir hier endlich die Felder hinmachen. Küche bauen. Überlege, ob wir die direkt hier mit daneben machen, neben die Felder. Eigentlich sollte es keine Rolle spielen, ne? Oder? 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 So, kommen noch Angriffe. Wir stellen mal hoch. Achso, die Forschung hatten wir ja auch noch. Die habe ich ganz vergessen. Mist. Ich glaube, jetzt im Moment haben wir sogar Werkzeuge ganz gut erstmal. Ich glaube, wir machen Waffen. Weil irgendwie finden wir davon nicht wirklich viele. So, jetzt geht ihr erstmal weiter auf Nahrungssuche. Und hier noch ein bisschen Heilung. Und hier und hier. So. Los. Nein! Ach, scheiße. Obwohl, wisst ihr was? Ihr könnt auch mal zu Fuß gehen. Ist ja Tag. Dann kann ich mit den anderen halt mal mit dem Auto rumgurken. Sollten jetzt die Zeit nutzen. Steigt mal ein. So. Zack, 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 zack. Zack. Sprit ist wichtig. Könnten wir eigentlich mal gucken, wie zufällig noch irgendwo Sprit ist. Boah, hier mit Sprit sieht's nicht so geil aus, ne? Hier könnten noch Waffen sein. Ja, aber lass sie das erstmal machen, das ist ja nur auch... auch nicht gerade wenig. Ha, 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 es ist vorbei. Zuhören, ist jemand da? Wer seid ihr? Oder Kanal ändern? Ihr habt alle den Verstand verloren. Ist da... ach, wer seid ihr? Ist dir das nicht klar? Ihr werdet alle sterben. Wir werden alle sterben. Hahaha. Locker bleiben. Alles in Ordnung? Ja, was willst du so jemanden fragen? Locker bleiben. Locker bleiben? Versteht ihr denn gar nichts?
Beruhigen. Beruhige dich. Das ist das Ende. Seht ihr das nicht? Immer noch Hoffnung, runter von der Leitung. Immer noch Hoffnung. Das stimmt nicht. Es gibt immer noch Hoffnung. So, was sagt er? Hoffnung? Es gibt keine Hoffnung. Es gibt die Hölle auf Erden und wir leben darin. Keine andere Wahl. Also wir können nicht aufgeben. Keine andere Wahl oder kann halt ändern. Nehmen wir nochmal, wir können nicht aufgeben, ansonsten lassen wir das gleich. Wir werden alle sterben, wir werden alle sterben, wir werden alle sterben. Ja, okay. Total sinnlos. Ja, wir haben aber Leute jetzt, ne? Das wird halt nicht automatisch. Das ärgert mich. Hier auch. So. Pause. Felder. Zack. Zack. Was hat er denn gerade gemacht? Oh nein, was ist das denn? Nein. So. Wir brauchen Holz. Oder? Jawohl. Ist ein bisschen was, aber wir brauchen definitiv mehr. Und das hier noch. Jetzt ziehen wir die Palisade schön weiter. Na, das ist doch nicht wahr. Mach das Ding weg. Aber wir können ja schon mal ein Stückchen bauen. Aber schade ist halt, dass es nicht im rechten Winkel baut. Dann wird es halt nicht genau gerade. Aber ist ja auch nicht ganz so schlimm. Aber dann mach es wenigstens erstmal nur bis hier. Dann kann ich es besser einschätzen. So. Weiter. Ja, aber so. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Hatten sich im Gebäude versteckt, die Schweine. So, die anderen? Oh, schön viel Essen. Das ist gut, die fahren, aber wenn sie voll sind, automatisch zurück. So, jetzt können wir doch mit denen einfach noch hier hin, oder? Zeig doch mal her. Geh doch näher ran. So. Ja, das wird lange dauern. Da haben die erstmal zu tun. Die armen Schweine müssen zu Fuß. Es passiert halt leider wirklich sehr wenig an einem Tag hier, wenn die arbeiten. Hier sind angeblich keine Leute. Mhm. Und, habe ich die jetzt wieder aus meinem Turm genommen? Ich schau lieber mal nach. Nee, passt. So, ich würde sagen, den morgigen Tag machen wir, glaube ich, noch. Ich gehe mal in diese Einstellung. Haben wir besseren Überblick. Clear. Wieso lässt du das Auto jetzt stehen? Das verstehe ich manchmal nicht. Let's do it. Reporting. Nix da. Das ist gerade voll riskant, was ich mache, ich weiß. Ich glaube, wir lassen das auch mal lieber. Ihr bleibt mal schön hier. So, aber euch würde ich wirklich sehr gerne noch dorthin schicken, wenn wir einmal schon hier in der Ecke sind. Und danach auch hier und hier hin. Müssen bloß jetzt aufpassen.
Lass uns mal schneller laufen. Also Munition haben wir ja echt viel. Ein Sturmgewehr, ich fasse es nicht. Ja, das kann einer von denen auch haben. Weil für den Turm bräuchten wir ja eh zwei. Was machen die jetzt? Machen die noch was? Ah, das ist ein großes Gebäude. Hier, du kannst das gerne nehmen. Okay, Pause. Erstmal schnell gucken gehen. Ob das die einzigen bleiben? Wer weiß. Aber die sollten ja du jetzt hier kein Problem sein. Eine so eine Horde. Ich habe nur Sorge, dass die mir hier die Felder kaputt machen. Und immer gucken, nicht nur, ob noch mehr kommen hier. Wird Zeit, dass wir hier die Palisade rumziehen. Den haben sie aber diesmal doch eigentlich angegriffen. Ah, der Turm hat Schaden bekommen, okay. So, wie sieht's hier aus? Ui, das dauert. Könnten noch einen Pistolenturm dann bauen, wenn ihr jetzt nach Hause kommt gleich. Überleg gerade, ob das so geil war, hier drei Felder. Vielleicht hätten wir hier lieber noch einen Turm hinsetzen sollen. Aber das kann man ja immer noch machen. Erstmal bauen wir jetzt hier runter. Dass man gleich endlich weg ist, können wir hier ums Eck gehen. Oh nein, hier ist ja noch was im Weg. So, ich glaube, machen wir schneller. So, jetzt aber. Ja, jetzt ist natürlich auch Winter. Die Felder sind natürlich erstmal für den Arsch. Küche müssen wir natürlich jetzt gleich auch bauen. Ich glaube, das hier muss aber auch noch weg. Ich glaube, das ist uns auch im Weg. Verdammt. Lass es jetzt trotzdem mal etwas schneller laufen. Eingehende Übertragung. Chef, ich habe mich in letzter Zeit mehr umgesehen. Und ich glaube, alles wird langsam grün. Rein. Wir beherrschen diese Welt nicht mehr. Was meinst du? Das hatten wir schon mal in der letzten Staffel. Äste ragen aus den Fenstern, Wurzeln brechen durch. Es ist fast so, als ob der Wald kommt, um die Stadt zurückzuerobern. Ja, aber so ist es ja auch. Ne? Die Natur, wenn der Mensch nicht mehr da ist, holt sich alles zurück. Die Welt gehört jetzt ihnen und den Infizierten. Wir erobern es zurück, sagen wir einfach. Noch eine Übertragung. Sir, wir sind auf Leute gestoßen, die sich uns anschließen wollen. Ja, geil. Akzeptieren. Kommen die von alleine? Boah, das sind sogar 6 oder 7. Kommen die von alleine? Die laufen einfach da durch. 51. Das ist gut. Jetzt haben wir nicht mehr so einen Mangel an Arbeitern. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch nicht mehr genug Wohnraum, ne? Da habe ich gar nicht mehr nachgeschaut. Wo sehe ich das eigentlich am besten? 18. 18. Und 15. Okay, es passt noch so gerade. Sagen wir, nehmen das hier auch noch als Wohnhaus. Hier die zwei von mir aus auch.
So, was machen die eigentlich? Sind die jetzt mal fertig? Immer noch nicht. Boah, das Auto ist auch voll. Wisst ihr was? Bringt das erstmal zurück, glaube ich. Komm. Besser ist. Boah, wie das Essen runtertickt, ne? Weil das ist nämlich das. Wir müssen jetzt nochmal ein bisschen Nahrung suchen. So, jetzt bauen wir die Küche. Erstmal Kochhaus. 5, 5, 5. Ich würde sagen, hier. So, wo geht ihr denn mal hin? Wenigstens hier, das ist nicht ganz so weit. Zack, zack, zack. So, und ihr fahrt jetzt wieder da runter, wo ihr wart, weil da war ja noch einiges, ne? Ah, oh, der Tag ist schon wieder vorbei. Ich könnte verrückt werden. Oje, wo war denn das? Hier. Da ist nämlich ordentlich Futter. Und danach bringt ihr noch das Werkzeug hier mit. Ah, hier ist ja auch alles voll. Aber wenn... Nein. Das sollte reichen. Ja. Ist jetzt die Frage, haben wir mal eine ruhige Nacht? Die Spule? Was habt ihr eigentlich gefunden? Bisschen Sprit, dreimal essen. Sauber. Stopp. Ja, ist halt natürlich jetzt genau die Seite, die noch nicht geschützt ist. Scheiße. Pause. Ah, bis die da sind, Alter. Ne, hier. Ich dachte mir schon, dass es noch klappt, aber das kostet wieder ordentlich Ressourcen zum Reparieren. Naja, ist nicht so schlimm. Trotzdem, die haben schon wieder ordentlich Essen. Lass sie das erstmal. Wir bleiben jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr in der Nähe, bis wir hier zugemacht haben. Das schaffen wir jetzt aber am nächsten Tag auf jeden Fall. Und dann die Küche fertig und dann ist der Winter bald rum. Dann haben wir wenigstens auch schon mal ein bisschen Nahrung. Genau. Noch mehr? Ich sehe nichts. Ich würde auch echt sagen, dass wir jetzt wirklich mal einen ruhigen Tag machen. Eigentlich ist die Folge schon wieder viel zu lang. Ich glaube auch, dass es ganz gut ist. Wir machen jetzt hier erstmal Pause. Wir lassen das hier noch reparieren. Und das natürlich auch. Das wird jetzt ordentlich Ressourcen kosten. Obwohl, es geht eigentlich noch. Das größte Problem sind eigentlich die Leute, die wir dafür brauchen. Und dadurch dann andere Sachen halt teilweise liegen bleiben. Aber die ist fast fertig. Können wir hier einen reinpacken? Ja. Ja. Alles geht halt nicht gleichzeitig, ne? Hier ist nur noch einer drin. Ja, im Moment ist das mit den Feldern halt Quatsch.
Muss ich nur dran denken. Dies ist der Operator der Safe Zone. Wir werden angegriffen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Wir hören Sie. Standort. Standort. Geben Sie Ihren Standort an. Over. Und wir können Sie nicht länger, nicht mehr lange aufhalten. Das ist der Mooksch. Hören Sie mich? Unterbrechungen. Wir verlieren das Signal. Over. Ich wusste, dass das passieren würde. Aber jetzt sind wir bereit für mehr als... Ich weiß nicht. Sir, Sir. Auf unsere Leute. Und dieser Moment wird uns für immer definieren. Wenn uns jemand hören kann, bitte, wir brauchen sie. Wir können Hilfe senden. Wir sind auf uns gestellt. Aber wir sind stark. In Gedanken sind wir bei all jenen tapferen Menschen, die sich gegen die Infizierten stellen. Zuhören? Hallo? Ich mach Hallo. Sie verteidigen unsere Mauern. Wir verteidigen unser Zuhause. Die Menschheit ist noch nicht verloren. Wir finden immer unseren Weg. Zuhören oder Kanal ändern. Ich habe jetzt nochmal Zuhören gedrückt. Bleib stark. Wenn uns jemand hören kann, bleib stark. Wir können alles immer noch wieder aufbauen. Wir können überleben. Okay. Ist dann wohl doch nicht so gut gelaufen. So, das Signal ist sehr schwach, aber es muss von einem nahegelegenen Ort stammen. Wenn wir die nahegelegenen Bereiche durchsuchen, indem wir die Signalstärke überprüfen, könnten wir ihren Ursprung lokalisieren. Unbedingt finden. Okay, aber wenn das jetzt irgendwie auf Zeit geht, können wir das jetzt nicht machen. Wir haben hier auch selber genug zu... Ja, okay. Jetzt aber nicht. Warte kurz. Das Haus ist wieder ganz. Sehr schön. Das Auto ist auch ganz. Sehr schön. Das ist auch gleich weg. Ach man. Ernsthaft? Hab ich ein Pech, dass jetzt hier auch noch Wolken tagsüber sind. Oh nein, die sind reingekommen. Das müsst ihr jetzt noch Oh, Junge. Irgendwie schaffen und dann machen wir hier zu. Oh, die haben keine Muni mehr. Alter. Ganz ehrlich, das war jetzt richtig schlecht, aber ja. Ist jetzt passiert. Ich konnte auch gar nicht sehen, wie viel Energie die haben, weil hier diese Scheiße eingeblendet war. Sir, Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Ein Infizierter ist uns nach draußen gefolgt, in die Sonne. Was noch schlimmer ist, er schien genau zu wissen, was er tat. Es dauerte einen Moment, bis er aufgab und in den Schatten zurückkehrte. Was zum Teufel ist da los? Sir, wir brauchen Ihre Antwort. Ey, keine Ahnung, wir haben die doch schon getötet. Ja, das war jetzt Kacke. Können wir nicht ändern. Neuen Squad erstellen. Haben wir jetzt leider 4 Leute verloren. Tja.
So, sammelt das noch schnell auf. Die Folge ist viel, 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 viel zu lang. Let's do it. So. Und ihr seid ganz schön verletzt. Das ist halt das Blöde, wenn die Gebäude einem nicht gehören. Aber ich wollte das nicht verlieren. Obwohl, die hätten das ja nicht angegriffen. Aber die Felder vielleicht. Egal. Nächste Folge bauen wir hier rum. Bauen hier Verteidigung weiter auf. Ihr müsst mal die Pistolen wegbringen. Ich habe mich gerade schon gewundert. Genau, so machen wir das. Ich würde sagen, okay, am Ende war noch mal eine Scheißaktion dabei. Aber ist jetzt halt so gelaufen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Ciao.